2000. Danke, Hans. Ja, herzlich willkommen. Freitagabend. Ich habe mir noch ganz schön eine heiße Bockwurst im Stehen reingezogen, habe mir fast die Zunge verbrannt, aber das hindert uns nicht hier. Ich möchte Sie wieder einladen zu einem schnellen Spiel um Worte und Gewinne. Drei Kandidaten warten gleich auf mich. Und bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen Marin Gilzer vorstellen. Marin Gilzer, bitteschön. Wer will denn jetzt gewinnen am Freitagabend noch ganz schnell? Alle? Na, das hört man gerne, das werden wir gleich sehen. Inge Lore, Ludwig, Sie sind Berlinerin, Verkäuferin vom Beruf. Ja. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit, Inge Lore? Ich habe Hunde in Pflege genommen. Wenn Herrchen und Frauchen krank sind oder im Urlaub sind, dann nehme ich die Hunde und betreue sie. Spezielle Rassen oder querbeet? Keine Rassen besonders. Keine Alles, was eben kommt, nur kleine Alles, Hunde. Was vier Beine hat. Alles, was vier Beine hat. Gut, Inge Lore, ich drücke Ihnen die Daumen. Das ist Ihr Applaus. Siegfried Mühlheims, Sie kommen aus Duisburg, sind verheiratet und haben zwei erwachsene Kinder. Von Beruf sind Sie Bäcker und Konditor. Und Sie haben ein sehr tolles Hobby. Ja, das ist die Imkerei. Die Imkerei? Ja, die habe ich von meinem Vater mit übernommen, weil mein Vater ist schon etwas betagt. Mhm. Da wir 30 Völker haben und viel Arbeit ist, machen wir das zusammen. Ich drücke auch Ihnen die Daumen. Katrin Beckmann kennen wir noch von gestern. Preise können Sie gewinnen im Wert von 5.850 Mark. Sie können erneut Ihren Titel verteidigen. Wir drücken und ich drücke Ihnen die Daumen, Katrin. Danke. Sie kennen unser Spiel bestens. Wir fangen an. Es gibt 1.000 Mark in der ersten Runde und wir suchen das Worträtsel aus dem Bereich Gruppe. Ja, Inge Lore, Sie sind am Drehen. Wollen wir doch mal gleich sehen, was dabei rauskommt. Kurz vom Wochenende und vor dem lang ersehnten noch dazu 150. Ein D wie Dora. Ein D wie Dora? Nein. Siegfried. Ihre große Chance abzuräumen hier, Siegfried. Nachdem überwiegend die Damen gewonnen haben in dieser Woche für 900. Ich nehme ein S wie Siegfried. Ein Siegfried, das ist zweimal vorhanden. 1.800 gleich für Sie. Da kommt doch gleich wieder Stimmung auf bei uns. Siegfried hat bereits einen Guthaben von 1.800 Mark. 300 ein M wie Meißner. Ein M wie Meißner, danke schön. Das ist einmal vorhanden, bringt doch Glück. Herr Mühlheim, Sie sind weiter an der Reihe, bitte. Jetzt bringe ich auch mal Glück. Ein K. Für 400. Jawohl, das ist zweimal vorhanden. Siegfried, Sie sind weiter an der Reihe, bitte. Ein L. Ein L. Systematisch geht der Siegfried vor. Er ahnt schon was von dem Worträtsel, das wir suchen. Und jetzt wird gezockt. Das haben wir gern für 450. Nämlich ein P. Ein P, jawohl. Auch das ist vorhanden. Was machen Sie? Blasmusikkapelle. Blasmusikkapelle. Vollkommen richtig. Erste Runde gewonnen, 4.550 Mark bringt das ein. Herzlichen Glückwunsch, Siegfried. Dankeschön. Dort sind Ihre Preise, bitte sehr. Siegfried, bitteschön. Ja, ich nehme den Rasenlüfter, die Küchenmaschine, das Bügeleisen, das Aralbuch, das Servi, den Videorekorder, den CD-Player, die Geschirrspülmaschine. Was habe ich denn noch? Zweite Runde, Glücksrad in Sat 1 und es gibt wie immer in der zweiten Runde einen Sonderpreis. Hans, was ist ferner? Unterhaltungselektronik der Zukunft hat ihren Preis. 4.100 D-Mark kostet dieses Audio HiFi MIDI System von Marantz. Die besonders reich ausgestattete Komplettanlage mit CD-Player sorgt für reinste HiFi-Qualität. Natürlich mit Fernbedienung und Boxen. Ja, wir suchen jetzt in der zweiten Runde eine Sache, meine Damen und Herren. Und Siegfried mit 50 Mark Guthaben von der ersten Runde öffnet unser Spiel in der zweiten Runde. Und Sie kommen auf die 750. Nehme ich nochmal das S wie Siegfried wie vorher. Ein S wie Siegfried? Nein, Katrin. Ihre Gelegenheit, das Rad ordentlich zu drehen. Ein Sonderpreis liegt auf. Und... Fast wäre es geworden, 900 Mark fürs erste, Katrin. Ein R.
Ein R, nein, Inge Lore. Versuchen Sie Ihr Glück. Es gibt eine Menge zu gewinnen hier bei uns. 500. Ein G wie Gustav. Ein G, das bringt 500 Mark. Das erste. Inge Lore, Sie sind weiter dran. Und Sie probieren es jetzt mit 1000 Mark. Inge Lore, der richtige Buchstabe. T wie Theodor. Ja, sie ist nervös geworden, gell? Siegfried. Das ist nicht vorhanden. L wie Ludwig. Ein L wie Ludwig, jawohl, das ist einmal vorhanden. Damit können wir dienen. 500 Mark für Sie. Für 300. Siegfried. Ein K wie Konrad. Ein K, nein, Katrin, Sie sind an der Reihe. Eine Sache wird gesucht in der zweiten Runde. Für 300. N wie Nordpol. Ein N wie Nordpol, jawohl, das ist zweimal vorhanden. Bringt 600 Mark auf Ihr Konto. Bitte sehr. Nochmal drüber hinweg auf die 600. Ein F wie Friedrich? Ein F, nein, Inge Lore. Sie haben bereits 500 Mark auf Ihrem Konto. Wollen wir doch ein bisschen aufstocken, das Ganze, ne? Vielleicht mit 750. B wie Bertha. Ein B, jawohl. Zweimal ist das vorhanden, bringt gleich 1500 Mark. Somit 2000 Mark auf Ihr Konto. Bitte weiter so. Gerade noch mal gut gegangen, erneut 750. Inge Lore. M wie Machta. M wie Machta, jawohl. Es kam zart auf die Lippen, aber es ist einmal vorhanden. 750 für Sie, Inge Lore. Das Publikum murmelt schon vor sich hin. Mir scheint, Sie ahnen schon das Rätsel, die Lösung. 400. Inge Lore. Sagen Sie mir einen Buchstaben für 400 Mark. Und es könnte... D wie Dora. Ein D wie Dora, jawohl, 400 Mark. Das war der letzte Konsonant. Inge Lore. Nun möchte ich lösen. Blumengebinde. Ja. Blumengebinde, jawohl. Blumengebinde, zweite Runde, somit gewonnen. 3.750 Mark bringt das Ganze ein. Herzlichen Glückwunsch. Dort sind Ihre Preise. Inge Lore, für 3.150 Mark Ihre Preise, bitte. Ich nehme den Wäschetrockner, die Mikrowelle, den Lady Shave und das Portemonnaie. Inge Lore, jetzt haben Sie so konzentriert gespielt. Jetzt ist aber Entspannung angesagt und Freude. Eine dritte Runde. Es liegen 5000 Mark auf unserem Rad und wir suchen jetzt eine Person. Katrin, Sie sind an der Reihe. Eine Person wird gesucht, kann sein. Eigennamen oder Berufe. Und Sie öffnen mit 1.500 Mark gleich. Katrin. N wie Nordpol. N wie Nordpol, jawohl. Sie haben es gehört. Zweimal ist es vorhanden. Gleich 3.000 Mark für Sie. Eine Runde haben wir noch zu vergeben. Strengen Sie sich an, Katrin. 500 können dazukommen. B wie Bertha. B wie Bertha. Da gebe ich erstmal ab an die Inge Lore. Inge Lore, Sie sind am Dreh. Und Sie setzen fürs erste Mal aus. Siegfried. Tja, ist etwas riskanter in der dritten Runde. Zweimal bankrott, einmal aussetzen. Ne? Aber hohe Geldbeträge, zum Beispiel 2000 Mark, Siegfried. Ein V wie Volker. Ein V wie Volker bringt doch 2000 Mark, Siegfried. Und Sie probieren es mit 1500. Ein S. Ein S. Sie glücklicher, hören Sie, dreimal tut sich da was an unserer Ratewand. Schon haben Sie 6.500 Mark auf Ihrem Konto. In der alles entscheidenden dritten Runde für 450. Ein F. Ein F, jawohl, es ist vorhanden. Das ist Franz von Assisi. Franz von Assisi, sagen Sie, jawohl. Da nehmen Sie nichts einzuwenden.
Franz von Assisi, Mare zeigt uns die Auflösung vollständig. Sie können gucken, jawohl, 6.950 Mark haben Sie auf dem Konto. Siegfried, herzlichen Glückwunsch, dritte Dankeschön. Runde gewonnen. Ihre Preise, bitte sehr. Siegfried, bitteschön. Ich nehme die Mikrowelle, die Uhr, den Fernseher, die Kamera, das Aral-Raut-Reisebuch, die Kofferset. Das geht ja bis Brezelbacken. Freuen Sie sich auch ein bisschen? Ja? Ja, gut. Hier sind die Gewinne. Neue Perspektiven für Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeitgestaltung, Sport und Erholung. Von mehr als 500 schönen Reisezielen bietet Ihnen das Aral Autoreisebuch Österreich mit allen Mautstraßen und Alpenpässen. Der Wert 35 D-Mark. Auf dem Konto Siegfried 2 mit 11.500, unser heutiger Tagessieger. Herzlichen Glückwunsch! Katrin, damit Sie nicht ganz leer ausgehen, kriegen Sie von uns hier ein Glücksradspiel, das Sie zu Hause spielen können und ein bisschen üben können erneut. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Danke. Und danke, dass Sie bei uns waren. Ingelore, auch Ihnen herzlichen Dank. Danke. Sie haben ein bisschen beigetragen, dass Stimmung aufkommt. Herzlichen Dank, schönes Wochenende noch. Danke. Danke Ihnen, das geben, Katrin. Herr Siegfried. Haben Sie jetzt spitzige Hände gekriegt, ne? Ja. Sie haben auch allen Grund, ne? Mit 11.500 Mark an Sachpreisen mittlerweile gewonnen. Ja, summiert sich unheimlich schnell. Ja, ne? Wir steigern jetzt das Ganze, nämlich in der Bonusrunde spielt Siegfried um den Hauptpreis, also bleiben Sie dran. Glücksrad in Sat 1, Siegfried hat es geschafft, hier vor der Ratewand zu stehen. Siegfried, Sie verteidigen am Montag auf jeden Fall Ihren Titel. Ja. Sie können jetzt in der Bonusrunde um diesen Hauptpreis spielen. Das ist eine Autoidee zum Abfahren. Der Daihatsu Charade 1,3 E-Cut mit einem 90 PS alulegiertem 16-Ventiler-Triebwerk. Elektronische Einspritzanlage, permanentem Allradantrieb mit Visco-Kupplung. Das heißt, der Charade ist der erste PKW seiner Klasse, der ständig die Kraft von vier Rädern auf die Straße bringt. Ein Kraft- und Sicherheitseffekt, den Sie speziell auf schneebedecktem, vereistem oder nassem Untergrund schätzen werden. Der Daihatsu Charade 1,3 Liter mit geregeltem 3-Wege-Katalysator, Drehzahlmesser, 5-Gang-Getriebe, einem Dienverbrauch von 5,8 Liter bleifrei Normalbenzin bei 90 Stundenkilometern, einer Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometern in 11,3 Sekunden und einer Spitze von 165 Stundenkilometern. Der Daihatsu Charade 1,3i, ein Auto, in dem Musik drinsteckt, im Wert von 20.590 D-Mark. Viel Glück, Siegfried! Sehr gut, Hans war das. Tja, Siegfried, Sie kennen ja unser Spiel, ja. Kommen Sie ein bisschen weiter hier rüber, haben Sie einen besseren Einblick auf die Ratewand. Mhm. Sagen Sie mir jetzt dann gleich fünf Konsonanten, ein Vokal, aber vorher sage ich Ihnen das Wortritt und das kommt heute aus dem Bereich Ort. So, sagen Sie mir jetzt bitte fünf Konsonanten. R-S-T- 1, 2, 3. L-M. Donau-Eschingen wäre es gewesen. Siegfried ist aber hart schwierig gewesen mit nur drei Buchstaben. Ja, Siegfried, Sie versuchen Ihr Glück am Montag, auf alle Fälle. Vielleicht klappt es am Montag bei Peter Bond. Ich wünsche allen noch ein schönes Pfingstwochenende bis Montag. Da dreht sich wieder eine ganze Woche Glücksrad. Ich wünsche ein schönes Wochenende noch. Tschüss und Servus. Wiederschauen. Okay.